Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Ja, da habe ich doch mal einen kleinen Cliffhanger eingebaut letzte Folge. Ihr seht hier nämlich Rebecca, das kleine Mädchen, ganz von Anfang des Spiels. Und sie scheint zu leben. Ja. Also ich hoffe doch, dass es Rebecca ist. Ach, Ramona. Was sage ich denn? Ah. Nein. Ich bin nicht dein Daddy. Who's your Daddy? Ich nicht. Boah, jetzt geht das wieder los mit diesen Erscheinungen. Ach, ich will das nicht. Und da geht sein Herz wieder. Bop, 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 bop. Ach, das sieht lecker aus. Das ist doch... Ist das Cthulhu? Ich glaube, das ist Cthulhu. Oh, was haben wir hier? 45er, yay. Oh, 37 erst. Naja. The stained glass window is decorated with an image of Dagon. Hä? Ach so, okay. Ich dachte, das ist doch gar kein Glas, wenn es so ein Geräusch gibt. Okay. Haha, habe ich eure schöne Innendeko zerstört. Mache ich doch gerne. The large mural is engraved with text from some ancient language. Aha. Gut, dass ich sie nicht beherrsche. The fireplace is empty. Ich will auch nicht ein Fireplace, ich will diese Schmuckschatulle. Interest in a painting. Naja. Okay, okay, okay. Hä? Schublade? Some smokes and a desk lamp. Not much of any interest. Okay, wenn du meinst. Books and ancient manuscripts. Most of them in foreign or strange languages. Beruhig dich. Mein rasend Herz. Wow. Von wo? Von wo? Ach. Nee, oder? Nee. Wo habt ihr denn geschossen? Ach, von da unten. Ja, mir egal. Ihr kommt hier eh nicht hoch. Jedenfalls nicht auf dem Weg wie ich, glaube ich, weil die Klappe ist zugefallen. Zwei Türen habe ich noch. It won't budge. It won't budge. Und eine davon budgt nicht. Dann muss doch die hier aufgehen. Oh, wie soll ich denn runterkommen, wenn alle Türen zu sind? Oh, was habe ich denn eingesammelt? Nicht? Aha, ich habe den Rubin, toll. Was kann ich mit dem Rubin anfangen? Hä, wo sind die denn hin? Wo sind sie denn? Meine Freunde mit den Gewehren. Oh, da. So, Nummer 1. Wo war der zweite Sack? Tja, wenn ihr nicht zielen könnt, seid ihr selber schuld. So. Okay, muss ich wohl doch wieder zurück. Irgendwie. Irgendwo hin? Hä? Ich schnall's gerade nicht. Ich hab doch alles abgesucht. Zumindest fast alles. Ich hab diese blaue Tür nicht geöffnet da vorne. Moment. Meine Kinder, höret mich an. Der Orden von Dagon ist scheiße. Wendet euch von ihm ab. Hä? Ja, jetzt mal Ruhe hier. Ich muss mal... Da bewegt sich doch die... Ja, da bewegt sich was. Es scheint eine Art Portal zu sein, aber wie aktiviere ich das? Naja, vielleicht komme ich noch dahin. Auf jeden Fall, diese Tür meinte ich, aber die ist ja... Nee, die sieht mir nicht ganz geheuer aus. Die packe ich erstmal nicht an. Ach, guck mal, hier ist ja ein Mechanismus. Na, bleibst du stehen? Nein, nein, ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Wo sind die denn? Die sind bestimmt hier hinter der Tür irgendwo. Won't budge. Ja, it won't budge. It won't budge Tür. Ich glaube, ich aktiviere jetzt einfach mal den Mechanismus, oder? Genau. Stirb, du Clown. Hä? Wie aktiviere ich den dann? Also hier ist ein Seilzug.
It's some sort of winch mechanism. It must be for raising the stone disc. Ja, dann mach's doch mal. The winch is operated by hand. Ja, er wird wieder bedient. Du willst mich da echt verarschen, Jack. Kann ich das nehmen? Nee, kann ich nicht. Sag mal, Jack, du willst mich da echt verkohlen. Er sagt, das wird per Hand angetrieben, aber... Och, ja, per Hand? Nee, ich leg da keine Hand an. Das ist... Nee. Och, du. Mach ich nicht. Ich trau mich nicht, die Tür anzupacken. Ja, okay. Ich dachte schon, er stirbt jetzt oder so, wenn ich das versuche. Oh Gott, wie komme ich da wieder runter? Ich will hier nicht sein. Ich will da irgendwie wieder runterkommen. Naja, dann habe ich hier irgendwas vergessen, oder? Bestimmt sogar. Uah. Cthulhu. Okay, wo war das? I'll need to decipher the symbols to understand it. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? Na, da komme ich nicht durch. Ah, hier ist ja noch mehr Glas. Vielleicht kann ich das irgendwie zerstören. Nee, kann ich. Da komme ich gar nicht hoch. Unzerstörbares Panzerglas. 1922. Wertsarbeit. Ja, nee, das geht nicht. Da komme ich nicht weiter. Hä? Ach, die Tür hier war auch verriegelt von innen. Ah. Okay, hier war ich noch. War ich hier schon? Ich weiß es ehrlich. Ach doch, da bin ich doch reingekommen, oder? Hm. Ja, bin ich wohl. Naja. Stimmt, da bin ich reingekommen. Hä? Und die Tür geht schon wieder von alleine zu. Ach, Dagon? Moment. Was habe ich da mit Cthulhu gelesen? Hydra? Da müsste das hier doch Cthulhu sein. Nee. Hm. Okay. Soll mir das irgendwie ein Hinweis gewesen sein, dass ich da Cthulhu gesehen habe? Ich glaube ja, oder? Ich meine, was sonst? Ah, da ist keine Tür mehr. Das haben wir hier nicht. Okay. Oh, das sieht doch echt so aus, als würde die Tür aufgehen. Die eine ist heller als die andere. Das muss doch was bedeuten. Ja, die waren zu. Komme ich jetzt vielleicht runter hier? Kann ich da rüberspringen? Ja. Ah, super. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Aha. Okay, aber ich nehme lieber wieder eine Schusswaffe in die Hand. Was habe ich denn alles? Okay. Oh, die Türen gehen von alleine zu, das ist doch scheiße. Außer, kann ich das vielleicht aufnehmen? Okay. Nee, also auch nicht. This large table is most likely a meeting place for the esoteric order. For the esoteric order. It won't open. Ja, ich habe leider gerade keine Ahnung, ich stehe wieder etwas auf dem Schlauch. It won't budge. It won't budge. Okay, also darunter muss ich nicht. Da war nämlich nur Vincent Mackey. Ach, komm, sei doch ruhig. Ja, ich geh. Ja, komm ich von oben. Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hier war ja auch nichts, sondern nur der Safe. Hä? Moment. Komme ich hier wieder raus? Ja. Ja. Dann muss ich nämlich was übersehen haben. Dann muss ich hier wohl was überlesen haben. Weil wenn er jetzt sagt, er hat den Safe, also die Kombination zumindest. Aber da bin bla bla bla. Ah. Was? Die höhere Lebensform kehren ins Meer zurück. Naja, wenn du meinst. 1878. Ist das vielleicht... Okay. Ist das vielleicht das Passwort? Also was heißt das Passwort? Die Safe-Kombination. Ja, du hast einen Fehler gemacht. 19. Oh Gott, was war es jetzt? Nee.
Moment. Was habe ich denn? Ich bin... Ja, du hast einen Fehler gemacht. Ich bin so bescheuert, jetzt habe ich mir die Zeit gar nicht gemerkt. Das war irgendwas 18... Na, komm schon. 1878. Also hat es doch gestimmt. Nee, hat es nicht gestimmt. Ja. Also erst... So, 7 und 8. That's not right. That's not right. Dann vielleicht so rum? Ja, ich hab's nicht so mit diesen Saves, also ich mache immer die falsche Kombination. Jawohl, das scheint. Yes. Yes. Also das war ja einfach. Crumpled scroll of paper, okay. And a heavily bound manuscript embossed with the word Ponape. Ponape. Nimm mal alles mit. So. Aha. Aha. Ach, Mackie. Ah, okay. Ich habe Mackies Pistole gefunden. Was haben wir hier? Ach, das ist nichts. Moment. Quatsch. Wütenbände. Hier, Dagon. Dein Gebet zu Dagon ist übersetzt wohl. Lass uns in deinem Namen den Vater erblicken. Von den Tiefen der Gewässer komme ich. Und auch in den Tiefen der tiefen Wesen bin ich gekommen. Von den tiefen Wesen. Grüß die alten Träume. Heil Dagon. Okay. Mhm. Überfliegen, wie immer. Mhm. Okay. Grüß die Tiefen der Wesen, Vater Dagon, Mutter Hydra. Ah, okay. Ach, Dagon ist der Vater und die Hydra ist die Mutter. Die ich vielleicht schon... Ist das die, die ich getötet habe? Deswegen habe ich ihr vielleicht auch den Namen gegeben, weil da von einer Hydra die Rede war. Naja, gut. Schauen wir mal. Hm, gut, dann gehe ich jetzt... Ja, ich gehe wieder hoch. Nee, doch. Nee, Quatsch. Wo gehe ich denn hin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Wo ging es denn nochmal hoch? Bin ich jetzt bescheuert? Ach so. Hier ging's hoch. Ah, ich bin so verwirrt. Echt. So. Jetzt kann ich mir nämlich denken, was ich tun muss. Wenn jetzt hier keine Gegner kommen. Haha. Ich muss jetzt nämlich an diese Wand und den Text dort übersetzen. Mit Hilfe dieses Buches wahrscheinlich. Oder mit der Rolle, je nachdem. So. Versuchen wir es doch mal. Ja, 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 ja. The prayer to Dagon reads, Bahuin and Kugnath, Fanu Nayemna, Vunag Lazai, Vunag Lazana, Kulth, Raika Zengaro, Dagon. Okay. Und jetzt? Ja. Ja, ich hätte gerade etwas... bolted shut. Ich hatte gerade etwas Angst, deswegen habe ich kurz die Tür verriegelt, weil ich dachte, es kommen jetzt wieder Gegner. Ja, was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich jetzt diese Rune... Nee, oder erst die blaue. Ich weiß gar nicht. Kann ich die blaue oder die gelbe schon öffnen jetzt? Hm. Das sieht mir so endgültig aus hier, wenn ich hier durchgehe. Oh Gott. Was? Close to the doors is making my head pound. Ach, das ist das, wo sie sagen, der... Man wird verrückt, wenn man zu nah rangeht, oder? Das, was Jack sagte. Oh Gott, der wird gerade echt verrückt. Oh, komm, beruhig dich, Jack. 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 Ja. Ja, ich könnte eigentlich Mackie schon die Knarre geben, aber das bringt nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. It's a small stone plaque engraved with text from some ancient language. Okay. Kann ich da... Ja, ich habe gar nichts mehr, um übersetzen zu können. Dagon. Und jetzt? Ah, schau mal an. Jetzt geht die Tür doch wirklich auf. Okay, zum Glück habe ich die alle von oben schon getötet. Also viele. Ich weiß nicht, waren das alle? Oh ne, ich glaube nicht. Er stirbt doch. Blöder Mistkerl. Ah,
müssten aber alle gewesen sein. Ne, da war noch einer. Oder? Ja, ich hab's nicht richtig gesehen. Was haben wir hier? Munition, sehr gut. Ah, schau mal an. Schlüssel. Jawoll. Das ist doch was. Ah, und das ist die andere Seite dieser blauen Tür. Genau. Sehr gut. Und diese Steinplatte muss ich doch bestimmt danach hochziehen, irgendwie. Naja. Schauen wir mal. Aber Leute, bevor es weitergeht, mache ich hier nochmal einen Cut. Bis später.